und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Servus, willkommen zurück. Ja, ich bin mal gespannt, was die Woche so zu bieten hat. Wir sind jetzt schon 4 Wochen auf Fuerteventura und waren bis jetzt einmal surfen. Die Zeit ist wie im Flug vergangen. Ja, und jetzt sind wir mal auf dem Weg zu einem Surfspot. Gerade eine Viertelstunde von hier entfernt. Die anderen sind schon vorgefahren. Unser Camp ist nämlich ziemlich groß geworden, aber das zeigen wir euch alles gleich. Und unterwegs halten wir mal in einer Poststelle an, denn wir erwarten ein Paket aus Deutschland. Schauen wir mal, ob das da ist. Das ist nämlich nicht so einfach mit den Paketen hier. Ja, da warten wir schon auch 4 Wochen drauf. Aber gut, vielleicht haben wir heute Glück. Ich würde sagen, wir packen mal alles zusammen und fahren los. Wenn wir erfolgreich. Da ist es! Yay! Ein Paket ist endlich da! Endlich! So, man darf seine Schlappen hier draußen nicht liegen lassen. Ups, falsche Richtung. Weil alles wegfliegt. Ja, jetzt wollte man ins Café so gehen. Mal schauen, ob ich den. Das Auto sieht gut aus von unten, würde ich sagen. Jetzt ab ins Café. Wir haben hier gerösteten Kaffee aus Fuerteventura und wir glauben, das ist von einem Café, wo wir schon waren und die sehr guten Kaffee haben. In Lajares. Gehen wir mal rein und gucken mal. Ja. Also, das ist auf jeden Fall eine Empfehlung. Kaffee war gut, Kuchen auch. Mädels, seid ihr happy? Ja. Ja. So, das ist übrigens Jakob, der Erfinder von 10.000 aus dem letzten Video. Was machst du da? Ein bisschen das Auto ausgleichen, weil jetzt stehen wir ganz schön schräg. Und dann ist es nicht so geil, weil das Wasser nicht abfließt und man schräg schläft und deswegen basteln wir uns jetzt was zusammen. Jetzt waschen wir die Hohe. Genau. Normalerweise machen wir das draußen, aber da es heute so windig ist, machen wir das mal hier drinnen. Und schon wieder deine Adiletten hier draußen. Adiletten. Und die fliegen ständig davon hier. Flieg doch wieder weg hier. Buenos dias! Ja, also die Nacht war ganz schön windig, aber auch irgendwie schön. Hat ein bisschen gewackelt hier. Ja, heute Morgen sind die anderen gleich zum Strand runtergegangen, zum Surfen, aber irgendwie ist uns noch nicht so danach. Deswegen bin ich jetzt noch hier oben im Van und habe die anderen per Drohne beobachtet. Ziemlich geil. We'll be right back.
wollen wir aber was backen, denn wir haben überlegt, dass wir heute Nachmittag alle gemeinsam draußen Kaffee und Kuchen verspeisen. Sagt man das? Dass wir gemeinsam Kaffee und Kuchenkränzchen halten. Und ja, deswegen werden wir jetzt was dafür backen. Es ist nämlich schön windstill draußen und dann freuen wir uns später, dass wir gemeinsam draußen sitzen können. Unser Erdnussbutter-Chocolate-Raw-Cake ist fertig. Jetzt darf das schön abkühlen und jetzt kriege ich die Haare geschnitten. Der letzte Haarschnitt ist 5 Wochen her und ja, auf jeden Fall 1000 Mal besser als die langen Haare vorher. Fühle mich viel wohler. Aber Melli hat jetzt gleich schon wieder nächste Kundschaft bekommen hier. Und zwar Jakob, das ist auch die Haare schneiden. Ja, und da hinten sind auch schon die nächsten 2 Kunden. Ne? Da hier. Ja, die stelle ich euch gleich mal vor. Yo! Moin! Moin! Ja, da ist er, der Torben. Mit meiner schönen Mütze von Gretje. Richtig stylo. Ja. Bisschen groß, oder? Gretje will die nicht aufsetzen und darum setze ich die jetzt auf, damit sie denkt, die ist so cool, die will sie unbedingt aufsetzen. Der Papa sieht so cool aus mit der Mütze, Gretchen. Die steht dir bestimmt auch gut. Auf jeden Fall. Ja, die coolste Mütze. Und hast du schon deinen legendären Apfelkuchen auf hier in Vorbereitung? Auf jeden Fall, der vegane Apfelkuchen. Ich mache ihn jetzt nicht auf, dann geht die Hitze flöten. Ja, nee, das machen wir nachher. Später könnt ihr das Endergebnis. Ich freue mich richtig drauf. Ja, und das hier ist Yvke. Hallo. Jetzt haben wir hier noch Maya. Hallo. Und Janis ist im Van drin. Ja, der ist gerade. Der traut sich nicht raus. Ja, und die anderen kennt ihr ja schon alle hier, da drüben. Genau. Und jetzt gehen wir mal eine Runde spazieren. Da sieht man mal, ja, wie grün das hier sein kann. Und vor 200-300 Jahren war Fuerteventura viel grüner, als sie das heute ist, die Insel. Und durch eine intensive Bewirtschaftung mit Ziegen und auch ja, durch Abrodung ist halt echt wenig davon übrig geblieben. Ja, so nach dem Spazierengehen sind wir jetzt ein bisschen hungrig geworden. Und hier gibt es Pommes einfach. Oh, schon wieder! Haben wir so Bock drauf. Jetzt haben wir uns hier einfach Pommes geholt. Okay, Leute, Corona-Bierchen. Hau uns rein. Ja. Und du? Hast du auch Bock auf Pommes? Ich esse nicht mit. Ich beobachte euch dabei. Aber wir haben jetzt heute auch noch ein Kaffeekränzchen geplant und da haben wir leckeren Raw-Cake gebacken. Da magst du was probieren von? Da probiere ich mal, ja. Sehr gut. Aber bei den Pommes lasse ich euch erstmal nein. Prost! Cheers! Und die anderen warten jetzt im Camp schon auf uns. Pommes. Sorry! Yay! Yeah. Ja, Jakob kann das auch ganz gut hier. Wow! Wie soll das Essen? Ja, so Kaffee haben wir jetzt schön getrunken in der großen Runde. Ist richtig schön gewesen. Und der Kuchen war natürlich super schnell verputzt. Und jetzt machen wir es uns hier im Bus gemütlich, machen jetzt gleich mal hinten die Türen auf und gucken uns den Sonnenuntergang an. Vielleicht schaffe ich es ja mal morgen ins Wasser zu gehen. Ich dachte, ich gehe heute Nachmittag, aber es ist ja dann doch ein bisschen zu windig. Und deswegen verschieben wir das alles auf morgen, wie die Spanier sagen, mañana, mañana. Heute hier am Werk, Kameramann Tim. Kameramann Tim. Muss wo geht's jetzt hin? Ne? Ja, muss mitkommen, Tim. Ja, wo geht's jetzt hin? Jetzt fahren wir zum neuen Stellplatz, da wo wir schon an Weihnachten waren. Und Silvester gefeiert und haben. Silvester. Das beste Silvester. Wir kommen in einer Stunde nach. Ja, maximal. Ne? Bis gleich. Bis gleich. Thank you.
Hast du gesagt, dass Wasser hier nicht geht? Ja, geht warum? Nicht. Habt ihr mal mit denen gesprochen? Ja, wir waren drinnen. Warum? Ja, weil nicht genug Wasser aufgefüllt ist. Kein Wasser mehr da. Ja, müssen weiterfahren. Oh, schade. Wir gehen jetzt zur Röstereifahrt. Direkt gegenüber ist eine Currywurst-Bude, ne? Ja. Lass uns Currywurst holen, Kaffee holen. Alle uns hinterher, Leute. Entschuldigung. Wie lange warten Sie hier schon? 10 Minuten. Aber er hat auch 15 Kanister dabei. Also, naja. Also aber als du hier ankamst, hast du eine kurze Haare gehabt, ne? So ungefähr. Also Nachbar, fertig? Ja, nachdem meine ganze Hose nass geworden ist. Hallo Maya, hallo! Hallo! Willkommen am schönsten Stellplatz. Ja, aufmerksame Zuschauer werden es wahrscheinlich schon gesehen haben, dass wir hier auf dem Stellplatz sind, wo wir zuallererst waren. Es ist jetzt schon 3 Wochen her, dass wir den Platz verlassen haben und irgendwie haben wir das Gefühl gehabt, dass wir ganz gerne wieder hierher kommen möchten. Jetzt hatten wir vor 2 Wochen leider ein bisschen Kalima und eigentlich war jetzt auch kein Kalima gemeldet, sondern strahlender Sonnenschein. Aber ihr seht ja selbst, wie es draußen aussieht. Es ist jetzt wieder richtig starker Sahara-Sand in der Luft, der trübt die Sicht und macht auch die Luftqualität sehr ungesund. Wir haben gedacht, wir gehen jetzt mal surfen. Ich habe den Neo von Robin bekommen und ja, das Brett kriege ich auch von Robin. Und nee, was kriege ich denn dann für ein Brett? Achso, dann keine Ahnung. Suche ich mir irgendwie ein Holzbrett, was da irgendwo am Strand rumliegt. Auf jeden Fall noch genug Brett. Auf jeden Fall gehen wir surfen. Endlich mal ins Wasser. Ja, das wird cool. Ich bin erstmal so eingeschlafen nach dem Surfen. Echt anstrengend. Es war aber jetzt wunderschön. Echt anstrengend. Ich hoffe, das werde ich mal beibehalten. Vielleicht müssen wir uns mal eigene Neos holen. Und dann kann man ja immer ins Wasser gehen und die Surfbretter teilen wir uns dann vielleicht. Weil wir wollen uns keine ins Auto holen. Aber auf jeden Fall ja, wollten wir uns hier mal. Kommst du mal mit ins Video? Fürs Zuschauen bedanken. Draußen wird jetzt schon Kaffee und Kuchen hergerichtet und ich habe hier 3 Jonglierbälle und bringe jetzt dem Tim nochmal Jonglieren bei. Und ja, wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Ja. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Das war mein Satz. Schön, dass du dabei warst. Hey Tim, ich glaube, du brauchst die hier. Jawohl. Jetzt geht's los.